Nun hat sich die Frau Präsidentin Margit Kracker gemeldet. Bitte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, am Schluss dieser Sitzungswoche können wir jetzt noch über einige Rechnungshofberichte sprechen. Auf der Tagesordnung stehen jetzt der Bericht zur Kurzarbeit, der Bericht zur überbetrieblichen Lehrausbildung und der Bericht über den Auswahlprozess von Aufsichtsräten in einzelnen Ministerien. Diese Berichte wurden im Rechnungshofausschuss am 18. Oktober behandelt und der Bericht zur Fernwärme, Fernkälte, Leitungsausbau wird auf der Tagesordnung des nächsten Rechnungshofausschusses stehen am 29. November. Ich bedanke mich dafür, dass wir jetzt noch sozusagen über die zentralen Empfehlungen einzelner Berichte von uns sprechen. Und ich möchte nur in aller Kürze auf zwei Berichte eingehen. Neben der überbetrieblichen Lehrausbildung, darauf möchte ich jetzt gar nicht eingehen, weil wir schon am Ende stehen. Das ist natürlich eine zentrale Maßnahme im Rahmen der Ausbildungspflicht bis 18. Aber was die Kurzarbeit betrifft, warum haben wir sie geprüft? Wir haben sie sehr zeitnah geprüft. Sie war eines der kostenintensivsten Instrumente und eine der kostenintensivsten Maßnahmen im Rahmen der Corona-Hilfspakete. Und im Prüfzeitraum ging es um 7,85 Milliarden Euro und bis Stand September 2022 waren es 9,8 Milliarden Euro. Wir haben die Prüfung beim Arbeitsministerium gemacht und beim AMS. Und was wir festgestellt haben, sie wurde sehr rasch eingeführt. Sie erreichte eine enorme Dimension. Zumindest in einem Monat des Jahres 2020 waren es 34% der unselbstständig Erwerbstätigen, die in Corona-Kurzarbeit waren. Das heißt, es war eine unheimliche Dimension. Das musste umgehend auch abgewickelt werden. Die Rahmenbedingungen waren sehr großzügig gestaltet. Insofern, als den Arbeitgebern die Kosten der Ausfallstunden zur Gänze abgegolten wurden und den Arbeitnehmern vergleichsweise oder Arbeitnehmerinnen hohe Ersatzraten garantiert wurden, deutlich höhere als im Fall der Arbeitslosigkeit. Was schon angesprochen wurde, waren, dass die Förderexperten des AMS und Expertinnen des Arbeitsministeriums hier nicht eingebunden waren. Die Förderrichtlinie wurde in der Folge 12-mal adaptiert und es gab eben hier in der Anfangsphase eben Überzahlungen und zu hohe Auszahlungen in einer Größenordnung von 500 Millionen Euro. Wir empfehlen eben hier, dass es trotz eines Zeitdrucks zu einer entsprechenden Qualitätssicherung kommt und die Rückzahlung wurde ja gesetzlich dann in der Folge ausgeschlossen. Aus Kontrollsicht waren die eingeschränkten Prüfmaßstäbe problematisch. Was wir anerkennen, ist, dass es ab Sommer 2020 dann es dem AMS gelungen ist, sukzessive die Abwicklungsprozesse auch zu professionalisieren. Was gefehlt hat, war ein umfassendes Kontrollkonzept zu einer gezielten Aufdeckung von unrechtmäßigem Förderbezug. Positiv sehen wir, dass einige Empfehlungen des Rechnungshofes dann doch jetzt in neuen Richtlinien aufgenommen wurden. Das ist jene Empfehlung des Rechnungshofes, dass nämlich Unternehmen ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer individuell darüber informieren sollten, über das Ausmaß der mit dem AMS abgerechneten Ausfallstunden. Das halten wir für wesentlich, um hier den Gegencheck zu machen. Und dass es auch ein mit dem BMF abgestimmtes Prüfkonzept gibt für Prüfungen der Covid-19-Kurzarbeitsbeihilfe im Zuge der Lohnsteuerprüfungen. Und da ist die Grundlage das Covid-19-Förderungsprüfungsgesetz. Kurz zusammengefasst, der Nutzen der Covid-19-Kurzarbeit war, dass sie sich natürlich stabilisierend auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt hat. Das war aus Sicht des Wirtschaftsstandortes wichtig, um auch Arbeitskräfte dann auch, die eingearbeitet sind, wieder verfügbar zu halten. Was wir aber negativ sehen, ist das hohe Risiko von Mitnahmeeffekten durch das sehr attraktive Modell, weil eben kaum oder auch nicht von wirtschaftlichen Schwierigkeiten betroffene Unternehmen profitieren konnten. Was die Fortführung der Kurzarbeit betrifft, da geht es uns um die Frage der Treffsicherheit angesichts der hohen Kosten. Wir haben jetzt eine
viel mehr offene Stellen am Arbeitsmarkt und die Arbeitslosenquote ist mittlerweile niedriger. Im Sinne der nachhaltigen Finanzierbarkeit sollten daher Unterstützungsinstrumente, die für die Anforderungen der Covid-19-Krisensituation sehr großzügig ausgebaut wurden, wieder zeitnah in einen Normalzustand rückgeführt werden, weil es ja um eine dauerhafte Finanzierbarkeit geht. Zum zweiten Bericht möchte ich jetzt auch nur in aller Kürze sagen, da geht es um den Auswahlprozess von Aufsichtsrätinnen und Aufsichtsräten in Ministerien. Da haben wir mehrere Ministerien geprüft. Zur Debatte stand jetzt das Wirtschaftsministerium, geprüft haben wir aber auch das Finanzministerium und das vormalige Verkehrs- und jetzige Klimaschutzministerium. Da gibt es einen mehrstufigen Auswahlprozess. Wir glauben, dass es eine hohe Bedeutung hat, dass man hier zu einer nachvollziehbaren und transparenten Auswahl von Aufsichtsrätinnen und Aufsichtsräten kommt. Wir haben in keinen der Ministerien einen nachvollziehbaren Prozess feststellen können für objektives und transparentes Bestellungsverfahren. Und es geht auch um potenzielle Interessenskonflikte. Das wurde hier schon angedeutet. Das muss natürlich durch entsprechende Erklärungen, Mustervorlagen, Abfrage von allfälligen Befangenheiten abgeklärt werden und abgefangen werden. Wir empfehlen den drei Ministerien eine ausreichende Darlegung der Eignungsgründe als Grundlage für die Beurteilung der persönlichen und fachlichen Eignung. Der Verweis auf den Lebenslauf genügt nicht. Was die Frauenquote betraf, so haben wir hier eine grundsätzlich positive Tendenz feststellen können. Wie gesagt, da ist die Tendenz aufsteigend, aber natürlich empfehlen wir weiterhin, dass wir das verstärkt berücksichtigt wird. Und die Transparenz ist ganz, ganz wichtig. Da geht es auch darum, dass man allenfalls Cooling-off-Phasen einführen könnte, wenn man vormalig in einen Bestellprozess eingebunden gewesen wäre für die Übernahme einer Geschäftsleitungsfunktion. So etwas gibt es auch im öffentlichen Dienstrecht, da gibt es die Regelungen zur Folgebeschäftigung, da gibt es eine 6-monatige Cooling-off-Phase für den Wechsel zu einem privaten Rechtsträger. Das gibt es aber nicht für den Wechsel hin zu öffentlichen Unternehmen. Weiters ist es so, dass es eine Möglichkeit bestünde, auch in der Auflage eines öffentlichen Registers, und in einem solchen öffentlichen Register könnte auch die Erklärung des Nichtvorliegens von Interessenskonflikten oder von Befangenheiten eingetragen werden. Das ist unsere Meinung, das ist kurz zusammengefasst das Ergebnis des Berichts. Dankeschön. Margit Kraker war das, sie ist Präsidentin des Rechnungshofes und das seit 1. Juli 2016.